Moin Moin und willkommen bei Sims Antino. Ja, weiter geht's bei meinem Bauernhaus. Genau, wir gucken mal, was wir so machen. Es gab keine Kommentare. Ist jetzt auch nicht so schlimm, denn ich habe ein paar eigene Ideen auch noch. Und zwar müssen wir schauen, dass wir es hier vielleicht noch ein bisschen erweitern, weil es ist sehr klein. Und da war ich auf die Idee gekommen, hier einfach noch einen zweiten Flügel vielleicht dran zu bauen. Wir gucken mal, wie das aussieht, wenn man das so erweitern würde vielleicht. Und dann gucken wir mal. Wenn das gut aussieht, dann lasse ich das vielleicht so. Wenn es nicht so gut aussieht, dann vielleicht nicht. Ja, ne? Ist klar. Wenn es gut aussieht, bleibt es natürlich. Aber wenn nicht, dann nicht. Was auch sonst. Nee. Nee. Das sieht jetzt erstmal für mich nicht so gut aus, finde ich. Also so nicht. Wenn, dann irgendwie anders, aber so erstmal schon mal nicht. Okay. Das ist schon mal raus. Ich hatte es tatsächlich schon mal ausprobiert. Da hatte ich eine bessere Lösung, aber irgendwie weiß ich jetzt auch nicht mehr, was das für eine Lösung war. Ein breiter hier? Nee, das war es auch nicht. Irgendwie brauchen wir ein bisschen mehr Platz noch. Aber noch so einen zweiten. Nee, das würde auch nicht gehen. Das ist ein bisschen schwierig hier. Oder man macht es natürlich hier jeweils noch einen breiter. Das geht auch theoretisch, ne? Das geht auch. Passt ja auch. Also das könnten wir auch machen. Das finde ich doch gar nicht so hässlich eigentlich. Das geht vielleicht und dann hätten wir das ein bisschen erweitert. Weil das war ja so das Ding, was mich beim letzten Mal etwas gestört hatte, dass es irgendwie platztechnisch gar nicht hinhaut. Ja. Wir müssen auch noch ein bisschen die Raumaufteilung einteilen. Wir sagten ja, hier ist Küche. Das markieren wir mal. Mit den Theken würde ich direkt sagen. Na, wobei, wir machen erstmal Licht rein. Und natürlich Base Game und Landhausleben. Ich möchte nämlich nur mit Base Game und Landhausleben bauen. Aber dafür eben ohne Budgetlimits, ja. Das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Ich habe irgendwie Lust, einfach mal wieder ein bisschen mich einzuschränken. Und ich brauche nicht mit allen Packs zu bauen. Also, das passt schon. So, dann planen wir das jetzt erstmal. Ich würde auch hier wieder diese Theken nehmen. Ist ja egal, man kann die ja erstmal so reinpacken. Hier würde ich erstmal grob Theken reinpacken. Hier glaube ich auch noch. Und dann würde ich hier vielleicht in die Ecke den Kühlschrank packen. Und hier den Herd so ungefähr, ne? Damit haben wir das nämlich auch schon mal eingeplant. Und was wir hier hin machen, keine Ahnung. Können wir ja nochmal schauen. Das ist ja nicht das Problem. Da finden sich bestimmt ein paar Deko-Objekte. Ansonsten Fernseher möchte ich, glaube ich, diesmal wieder bewusst darauf verzichten. Aber ich überlege gerade, ich glaube, es ist schlauer, hier zu essen und dort vielleicht dann Wohnzimmer zu machen, damit man hier von der Küche direkt ins Esszimmer die Sachen tragen kann. Hier müssen wir auch gucken, welchen Kamin wir nehmen. Ob wir den, ups, ob wir den hier nehmen oder den. Ich finde den persönlich sehr schön. Und der hier, was mit dem? Ich würde mal sagen, wir nehmen den hier. Ja, den nehmen wir einfach mal. Und dann kann hier vielleicht. Na, meine Maus spinnt gerade ein bisschen. Na, jetzt geht's wieder. Vielleicht habt ihr den Sound auch gehört. Dann würde ich hier vielleicht wieder sowas in der Art hinmachen. Obwohl mir das zu klein ist, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte hier lieber so ein bisschen was Größeres reinmachen. Wir haben hier auch zwei Kinder. Und ja, da kann man zum Beispiel den hier nehmen. Der ist ja mal eine gute Lösung. Ne? Den kennt ihr ja auch schon. Ist ja mein Favorite. Also ich nehme immer den, früher habe ich immer den hier genommen, der ist auch sehr schön, aber den würde ich jetzt hier, glaube ich, nicht nehmen. Nein, der passt mir nicht, der ist so schön, ja, so schön dunkel. Wir können auch mal hier noch gucken, vielleicht ist der ein bisschen ländlicher noch, weil ich möchte ja wirklich so hier dieses rustikale Landhausleben und so benutzen. Ganz klar, außerdem möchte ich hier noch einmal rustikales Leben und wilde Füchse aktivieren. Denn wir haben hier auch noch viel Platz für Viehställe und so. Und ja, das wird alles noch ganz spannend, glaube ich zumindest. Denke ich mal. Würde ich mal sagen. So, drücke ich es mal aus. Ja, dann würde ich hier nämlich so vier Stühle einfach noch dran packen. Ich glaube, so passt das ganz gut. Ihr könnt natürlich auch wieder schreiben, nö, anders machen oder so. Ich gehe da ja auch immer gerne auf euer Feedback ein und versuche das auch umzusetzen. Ja, ich gucke hier, vielleicht finden wir da noch irgendeine Deko. Huch, ach so, ja, gut, ich habe nicht nur Landhausleben als Filter an. Dann wird auch viel Base Game angezeigt. Ich weiß nicht warum, aber ich kriege gerade volle Pulle Hunger.
Egal, jetzt muss ich erstmal aufnehmen. Deswegen, falls diese Aufnahme etwas kürzer ist, dann liegt es an meinem Hunger. Ja, wir sind tatsächlich sehr schnell durchgescrollt, ne? Habe ich meinen Mod noch da? Mist. Sonst hätte ich jetzt auf 1 drücken können, dann wird sich dieser Katalog ausklappen. Habe ich leider nicht mehr da, ne. Was ist damit? Ist das vielleicht noch was für hier? Ne, finde ich aber nicht so schön. Also ist schön, keine Frage, aber finde ich hier nicht so schön. Hier so drüber sowas, also das haben wir auch so eine Art, das ist sehr schön, das kann man gut machen. Das dürfen wir natürlich hier auch nicht vergessen. Im Wohnzimmer, da kommen wir gleich noch zu. Ja, ich weiß, ich bin jetzt schon wieder hier voll im Dekorieren. Aber dekorieren muss halt sein. Warum ist da diese Säule? Könnt ihr mir das erklären? Ich kann es mir zumindest nicht erklären. Ja. Was ich tatsächlich als Kritikpunkt habe, wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Das Sofa. Das ist, finde ich, also das ist, finde ich, das ist kein richtiges Deutsch. Das ist meiner Meinung nach irgendwie, keine Ahnung, kein so Landhausleben-Sofa. Ich habe mir unter so ein Sofa hierfür was anderes vorgestellt. Natürlich nicht diese Bank, die wir bekommen haben, sondern vielleicht, ja, das hier trifft schon eher, glaube ich, tatsächlich. Ich weiß es nicht irgendwie. Deswegen weiß ich nicht mal, ob wir die nehmen oder ob wir sowas nehmen. Obwohl, ja gut, ein bisschen Luxus. Wir spielen ja nicht im Jahr 1800 noch was oder so. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass wir hier ja schon in der Neuzeit sind. Ja. Da müssen wir auch mal gucken, in welche farbliche Richtung wir gehen. Also ich sehe hier schon mal rot. Rot würde ich ja auch lassen, weil das ist ja vordefiniert, weil wir diese Stühle so brauchen. Rot haben wir schon mal ganz viel. Hier auch ein bisschen gelb. Das heißt, man könnte sich so ein bisschen an dieses Rot-Gelb richten vielleicht. Ja, vielleicht ist so die Rot-Gelb-Richtung ganz schön für dieses Haus. Das können wir ja mal kurz so ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass man auf jeden Fall sieht, hier ist Rot-Gelb so ein bisschen angesagt. Vielleicht hier diese gelbe Küche. Ja, das würde ich sagen, oder nicht? Ups, ich habe außerdem die falschen Theken genommen, sehe ich gerade. Das sind die Bartheken. Die muss ich nochmal schnell ersetzen. Ich möchte nämlich nicht die Bartheken, sondern ich möchte gerne diese haben, ja. Dann definieren wir das mal so ein bisschen rot-gelb, ja. Ich meine, rot haben wir auch schon ein bisschen im Modern Nordic Family, aber ich glaube, rot kann man ruhig ein bisschen mehr verwenden, oder? Rot geht eigentlich immer ganz gut, ja. Finde ich eigentlich zumindest. Und gelb haben wir noch gar nicht verwendet so richtig, also es passt schon. Huch, jetzt will ich wieder filtern, Landhauseln und... Einmal hier Base Game. What is damit? Na, da. Ist auch schön. Das könnten wir auch hier noch hinpacken. Vielleicht ein bisschen verkleinern. Ah, das ist halt wieder das Problem, dass das wieder zu viel verkleinert. Aber dafür habe ich ja unsere wundervolle Tool-Mod da, die ich ja sehr gerne mag. Dann würde ich es mal auf 0.7 verkleinern. Ah, okay. Okay. Vergrößern auf 0.8. Okay, vergrößern würde ich mal auf 0.85 vielleicht noch. Ja. Ja, vielleicht nochmal. Vergrößern auf 0.9. Ja, perfekt. Das passt schon ganz gut. Ups, meine Maus ist echt nicht gut. Ich habe eine andere Maus heute mal da, weil ich ein bisschen am Setup-Umbau war. Und deswegen, ja. Kann das sein, dass meine Maus öfter mal abstürzt? Ich finde auch hier das Rot ganz schön. Könnt ihr ja auch nochmal eure Meinung reinschreiben, ob ihr das so machen würdet mit dem Rot-Gelb oder ob ihr vielleicht sagt, vielleicht noch die Farbe dazu oder eine ganz andere Farbe. Also allgemein ganz andere Farben. Dafür sind die Kommentare da. Ne? Ich sag's immer wieder, die Kommentare sind frei. Es gibt nichts, was ihr nicht kommentieren sollt. Ihr dürft alles kommentieren, ne? So, hier haben wir auch wieder diesen schönen Fliegenpilz. Das ist, glaube ich, ein Sessel, ne? Ja, ja, da kann man tatsächlich drauf sitzen. Der ist sehr interessant. Und hier auch noch ein Heuballen. Hier steht jetzt Heuballen, aber eigentlich ist es ein Strohballen. Heu sieht eher so aus. Heu ist eher so grünlicher. Und was ist das? Ach so, das ist CC. Okay. Hier vielleicht auch nochmal so ein Sessel hin. Ja, ich glaube, da sind die wilden Farbkombis bei gewesen, ne? War das der Sessel mit den wilden Farbkombis? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja. Ja, keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Also finde ich jetzt nicht so schön. Keine Ahnung. Kann man ja vielleicht mal machen, aber
Ja. Das war mir auch schon mal aufgefallen. Der hat sehr wilde Farbkombinationen. Das finde ich nicht so schön. Ich meine, ist ja immer ganz schön so wild, das ist ja auch ein bisschen wilder, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu blumig und zu wild, oder? Ich weiß es irgendwie nicht so recht. Die Säule packe ich da mal raus, weil die habe ich da auch nie rein platziert. Deswegen, keine Ahnung, warum die da ist. Vielleicht habe ich mich irgendwie verklickt, als ich da draußen die Veranda gebaut habe. Ich weiß es nicht mehr. Hier haben wir auch noch was. Was ist das? Oh, ist das schön, oder? Aha, hier haben wir noch so eine Karte. Oh, die ist auch schön. Ja gut, aber die ist halt für den Pub. Ja, die ist halt für den Pub. Ist ein bisschen schwierig. Würde ich vielleicht nochmal hier hinhängen. Aber da dürft ihr auch nochmal Meinung hinschreiben. Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Da weiß ich nicht so recht. Soll ich es nehmen oder soll ich es lieber nicht nehmen? Ja. Oh, hier haben wir auch noch so schöne Lämpchen. Aber ich glaube, ich tausche das aus. Ah, die ist aber nicht so hell. Da brauche ich zwei von euch. Die sind auch so schön, ne? Wow. Toll. Einfach toll, oder? Das ist es. Das wollen wir. Einfach schöne Lampe. Und dann sind wir schon alle happy, ne? Ah, die gibt es auch in so verschiedenen Tiefen. Oh, das liebe ich ja, ne? Ah, das kann ich ja. Das liebe ich ja. Ja. Das mag ich. Sehr schön. Ja gut, da machen wir die gleich hinweg, ne? Aber ja, toll, oder? Kann man da so richtig schön hinhängen. Vielleicht sogar zwei, dann sieht das aus wie so ein Set. Oder wenn man will, kann man ja tatsächlich sogar. Ja, könnt ihr auch eure Meinung schreiben in die Kommentare, ob es euch gefällt. Man kann ja sogar ein Set damit basteln, theoretisch so ein. Ja, okay. Nee, kann man nicht. Schade. Ich hatte die Hoffnung, dass man damit irgendwie so ein Lampenset basteln kann, aber es geht nicht. Irgendwie einfach drei solchen. Das sieht auch noch realistisch aus, oder? Wenn man hier so sitzt, drei so Lämpchen. Ja, ich gucke gerade, was wir für eine Wohnzimmerlampe haben. Okay, nicht sowas, aber ja, das habe ich schon öfter auf jeden Fall gesehen. Ja, das ist ganz schön, glaube ich. Gut, hier müssen wir auch noch mal gucken. Das haben wir ja auch schon geplant. Die Tür ist da irgendwie so ein bisschen so, weiß ich nicht. Ne? Ist ein bisschen schwierig. Oder man setzt das Bad dann doch lieber hier hin. Ich glaube, das ist schöner. Es ist zwar auch wieder eng mit der Treppe, ne? Aber das würde ich, glaube ich, eher machen. Was machen wir? Das ist schöner. Ich meine, wir können natürlich auch nur Eingang draußen machen. Ja, warum nicht gleich hier ein Plumpsklo hin? Nee, natürlich nicht. Aber ja, war ein Scherz. So, das Bad. Da würde ich erstmal diese Toilette nehmen. Die ist in letzter Zeit meine Standardtoilette geworden. Weil die sind nicht schön. Die nimmt man zwar oft oder immer, aber die sind gar nicht so schön eigentlich. Ja, keine Ahnung. Ist eigentlich auch egal, welche Toilette man hier nimmt. Die Sims sollen sie benutzen. In modernen Häusern nimmt man ja meistens die, weil die ist echt gar nicht so schlecht. Aber die passt hier halt gar nicht rein. Das ist das Problem. Hier setze ich auch wieder auf das Waschbecken erstmal. Ja, Wanne. Ah, doch, es gibt ja eine neue Badewanne. Sehr schön. Könnte man natürlich auch hier richtig dick so eine reinbauen, aber würde ich jetzt auch nicht machen. Und eine neue Dusche. Da gibt es auch keine. Was ist denn das für eine Dusche? Ich will mir mal kurz die Duschen verinnerlichen, damit ich Bescheid weiß, was es da gibt. Die ist hier die schönste eigentlich. Und die ist so billig. Was für ein Wunder. Hier, das ist eine hässliche Dusche. Sorry. Aber was ist diese edle Dusche so billig? Also, das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie so edel ist, damit sie sich jeder leisten kann. Keine Ahnung. Aber ja. Ja, ihr wisst schon. Ist bescheuert irgendwie. Auch hier gilt wieder mein altbekannter Trick. Hier einfach die Tür drehen, denn die Tür geht so auf, dass sie so steht, dass hier sozusagen eine Wand ist auf dem Klo. Das heißt, hier wäre dann zu, ne? Das ist immer gut, wenn das Klo dann so positioniert ist. Auf jeden Fall ist das gut. Und vor allen Dingen auch praktisch. Alternativ könnte man natürlich auch eine Halbwand ziehen, die das Ganze etwas abgrenzt. Ich bin ja großer Fan von Halbwänden. Kann man auch mal gucken, sowas hilft auf jeden Fall auch. Aber das ist mir dann in diesem Fall etwas zu eng.
Weil man geht dann hier durch und dann kommt da so eine Halbwand. Das wäre jetzt zum Beispiel hier in diesem Fall nichts für mich, aber muss man dann immer gucken, was man nimmt. So, hier müssen wir auch wieder ein bisschen quetschen, leider. Ja. Was man aber dann natürlich noch machen kann, ist hier eine Halbwand ziehen. Das ist ja kein Problem, das kann man ja gut machen, ne? So meinetwegen auch. Und dann kann man da ein paar Sachen noch draufstellen zur Deko. Eine Badewanne kann man auch ruhig so ein bisschen freier stehen lassen. Das ist auch problemlos. Das kenne ich irgendwie so von Landhäusern. So irgendwie, dass eine Badewanne frei steht. Ich war leider noch nie in so einem richtigen Landhaus, aber ja, keine Ahnung. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß es einfach, dass Landhäuser so aussehen. Hier könnte man auch wieder gucken, das ist wieder zu groß, weil das ist dann vergrößert auf 2. Aber mit der Toolmod, so ein kleines Gefühl, so ist immer 1.5 ganz schön, wenn man den Teppich vergrößern will, aber die erste Vergrößerungsstufe zu groß ist. Dann ist 1.5 immer ganz gut eigentlich, außer vielleicht in diesem Fall. Aber eigentlich ist immer so 1.5 empfehlenswert, wenn man einen Teppich vergrößern will und die erste Vergrößerungsstufe direkt zu groß ist, weil die erste ist nämlich, glaube ich, 2 ist es, glaube ich, ja. Das ist dann 2, glaube ich, und das ist dann meistens zu groß. 1.5 ist deswegen immer so ein Mittelmaß. Ich glaube, ich muss auch nochmal ein Tutorial-Video zur Toolmod machen, obwohl es da, glaube ich, auch schon von anderen was gab. Ich glaube, es gab von Daniel da auch mal ein Video zu, weiß ich aber gerade nicht genau. So, das sieht jetzt, glaube ich, doch ein bisschen blöd aus, wenn die Wanne da so mittig steht. Aber ruhig so ein bisschen ran, genau. Das ist ganz schön, wenn die aber da eben frei ist. Ja, ich habe ja viele Tutorials tatsächlich damals aufgenommen. Das war alles noch im März, glaube ich. Ja, die habe ich nie veröffentlicht. Habt ihr Lust, dass ich mal öfter so Tutorials mache? Ich kann ja vielleicht nochmal ganz kurz, ganz, ganz schnell, keine Sorge, es geht gleich weiter mit dem Let's Build, mal ganz schnell runterplappern, was ich alles hier für Tutorials aufgenommen habe. Das geht ganz, ganz schnell. Ich bereite es nur kurz vor. Und zwar habe ich noch Tutorials dazu, wie man eine Brücke bauen kann. Das ist aber jetzt veraltet, weil wir jetzt hier die neuen Teiche haben. Das war dann damals noch mit Pool. Ecksofas bauen habt ihr gesehen. Move Objects, Tricks und Tipps in Küchen. Objekte vergrößern, verkleinern, einen Sandkasten bauen. Und das war's erstmal. Das sind so die Tutorials, die ich schon aufgenommen habe. Sind vielleicht für euch nicht so relevant, ne? Aber ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob ihr das ganz schön findet. Vielleicht für Anfänger, die dann da wieder ein bisschen Unterstützung bekommen. Ja, also bei diesem Move Objects Küchentrick ging es eigentlich nur darum, wie man, kann ich euch ja auch mal ganz schnell zeigen, wie man das hier da direkt dran kriegt. Das ist ja wirklich nur hier so verschieben und dann da so ein bisschen frei mit Move Objects spielen und zack hat man das dann näher dran, ne? Das war das halt, also so ein Speed-Tutorial mehr oder weniger. Kann man vielleicht tatsächlich auch ganz gut mit den Shorts arbeiten, aber Shorts habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Lust zu. Ich weiß, es ist voll der Hype, ne? Aber ich habe irgendwie gar keine Lust, irgendwie Shorts, vor allem Shorts zu erstellen, weiß ich nicht. Shorts, oh Gott. Ja, ich weiß nicht, heute, ich nehme an demselben Tag auf, wie ich die Folge 10 von meinem Let's Play aufgenommen habe. Und ja, ich bin schon den ganzen Tag so, ich spreche irgendwelche einfachen Wörter falsch aus und so. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich bin heute irgendwie etwas verlegen, mehr oder weniger. So, das ist doch schon mal ganz schön. Ich weiß gar nicht, welchen Raum ich einrichten will. Ich will oben erstmal noch die Raumaufteilung machen. Und zwar mein Plan ist, dass das Ganze für 2 Kinder funktioniert. Ich würde tatsächlich, glaube ich, hier mal zumachen. Das ist für die Kinder. Dann haben die Eltern vielleicht hier so noch ihren Bereich. So, hier ist der Elternbereich und mehr Platz haben wir auch gar nicht. Ein WC... in 3 Fragezeichen. Ja, doch, tatsächlich ein WC geht hier noch rein. Ja, tatsächlich habe ich hier noch ein WC reingequetscht bekommen. Ja, das ist die Aufteilung, die grobe Aufteilung hierfür erstmal. Dann machen wir hier 2 hin, ja. Ja, darf ja auch ruhig ein bisschen ausgeleuchteter sein, ne? Tatsache, wir haben es tatsächlich geschafft, hier noch ein WC reinzuquetschen. Das wird sehr eng. Ist zu eng, glaube ich. Ich sehe gerade, wir haben es noch nicht geschafft, ein WC reinzuquetschen, sehe ich gerade.
Ich wüsste nämlich ehrlich gesagt nicht, wie ich dann Bett reinkriege, so außer dass das Tiny House ist. Aber wir wollen ja nicht, dass das Tiny House ist nehmen. Was mache ich bei Sofas? Wir wollen ja nicht, dass das Tiny House ist nehmen. Und wie ihr seht, passt hier sonst kein Bett rein. Das heißt. Nein, das wollte ich nicht. Was könnten wir denn noch tun, um hier ein WC reinzubringen, frage ich mich gerade. Ich möchte so gerne hier noch ein WC reinkriegen, aber ich schaffe es, glaube ich, nicht. Aber wenn ich es hier zumache, dann kommen keine Kinder da in das Ding rein. Nee, wir schaffen hier leider kein WC mehr rein. Nee. Leider nicht. Leider nicht. Wenn sie zumindest irgendwo schlafen wollen, dann kriegen wir kein WC mehr rein. Okay. Nö, wird wohl nichts mit WC. Okay. Gut. Nicht gut, aber ja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Hier würde ich dann auch das neue Bett aus Landhaus Leben reinstellen. Und gibt es hier auch was Neues? Ja. Die würde ich vielleicht seitenverkehrt, wenn man das so sagen kann, hier so reinstellen. Dann sieht man nicht, dass da eigentlich eine Schublade dran ist, ne? Dann sieht das so aus, als würde sich das so gehören einfach. Joa, ihr kennt mich ja mit meinen Tricks, ne? Auch hier, ich schiebe das hier so weit in die Wand, wie es nur geht, bis es rauskommt. Und dann muss ich es wieder ein bisschen reinschieben. Genau. Dann passt das nämlich. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, es dort reinzuquetschen. Ja. Nachtschrank kriegen wir hier leider echt nicht mehr rein. Doch. Kriegen wir hier sogar noch rein. Erstmal nur kurzer Test. Ich brauche mal kurz meinen Sim. Hierher teleporten. Geh mal dahin. Es geht tatsächlich auf kleinstem Raum. Geht es tatsächlich. Komm, teleportiere dich mal dahin. So, sie ist unwohl. Warum auch immer. Ach so, weil hier so viel rohe Wände noch sind. Das ist nicht so gut für den ökologischen Fußabdruck. Ja. So, jetzt kann man hier schön rausgucken. Theoretisch auf den Balkon gehen, wenn der denn eine Funktion hätte. Hat er aber ja leider nicht bekommen von den Entwicklern. Sehr, sehr schade. Ist halt nur Deko. Aber wir können damit leben, glaube ich. Ja. Ach so, jetzt sind wieder die Filter raus. Na egal. Mache ich sie eben wieder rein. Ja, gut. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Also Raumaufteilung sitzt. Hier für die Kinder. Für die kleinen Giddies. Ich weiß auch nicht. Machen wir einen Teenager und ein Kind? Oder machen wir tatsächlich zwei Kinder, also der Alters vom Kind. Oder noch ein Kleinkind. Aber Kleinkind ist schwierig mit Treppe. Ja, Kleinkinder können nicht von Anfang an Treppen gehen. Das kotzt mich. Sorry, dass ich jetzt das Schimpfwort gesagt habe. Das kotzt mich tatsächlich ziemlich oft an, wenn ich privat auch spiele. Weil ich spiele die Decades Challenge privat. Und dann haben die halt ihre Betten oben und kommen nicht nach unten. Und dann muss ich die immer hin und her teleportieren. Ja, macht man eigentlich nicht, ich weiß, aber mache ich halt trotzdem dann. Ja. Ich würde vom Stil her auch jetzt diese Eisenbetten nehmen, obwohl die irgendwie sehr, keine Ahnung, nach. Nee, Jugendherberge nicht, keine Ahnung, aber. Ach, egal. Ja, auf jeden Fall finde ich die nicht so schön. Kann man das hier auch konfigurieren? Warum kann man das hier nicht? Dann konfiguriere ich das hier eben. Ups, falsche Seite ausgewählt. Der Klassiker. Oh, jetzt zieht mein Arm. Keine Ahnung, warum. Naja, egal. Ja, vielleicht hier ein schwarzes. Ups, ein schwarz-rotes und ein gelbes Bett. Farben. Ja. Tatsächlich möchte ich auch hierfür wieder eine Familie erstellen. Eigentlich mache ich das ja immer. Habe ich in letzter Zeit nicht mehr so oft gemacht. Aber für meine Modern Nordic Family werde ich auch noch eine Familie erstellen. Ja, genau. Und hierfür auch. Dann können wir die Zimmer nämlich besser einrichten. Ich muss noch für die Modern Nordic Family Familie einen Stream planen. Ich glaube tatsächlich, ihr seht das jetzt ja am Dienstag, nee, am Mittwoch, heute ist Mittwoch, ne? Am Mittwoch seht ihr das Video, das heißt, am Freitag bin ich live. Ich bin aber nicht live mit dem Theater, was wir weiterbauen, sondern eben
Mit dem Erstellen der Familie, genau. Das ist der Plan. Werde ich noch eintragen müssen? Ja, mein Ding, das kriegt ihr dann schon mit. Gut, dann haben wir das hier auch geplant. Hier kann man vielleicht noch irgendwie so Sessel hin machen oder so, keine Ahnung. Und dann ist hier noch der Eingangsbereich. Ja, wie machen wir das jetzt hier im Garten? Wir haben natürlich schon mal schön den Bonusinhaltebaum. Mit dem kann man schön arbeiten. Und nee, ich wollte eigentlich hier bb.show. Ich gehe in Show Live Edit, glaube ich. Show Live Edit Objects. Habe ich es richtig eingegeben? Show Live Edit Objects. Ich glaube wohl. Ja, perfekt. Und bb.show hidden objects. Objects. So. Na, habe ich? Ja. Ich glaube. Debug. Ja, jetzt haben wir ganz viele Debug-Sachen. Und können da jetzt mal kurz reinschauen. Ich würde auch mal nur in Landhausleben Debug gehen. Zack. Einfach so. Was haben wir hier noch? Ah, wir haben hier noch den Brunnen und hier diesen Wagen. Oh, das ist schön. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Debug-Sachen raussuchen, ne? Sehr schön auch, ja. Passt aber leider gar nicht so gut hier rein. Ja, Deko interessiert uns erstmal nicht. Wir wollen erstmal hier noch einen Viehstall raussuchen, glaube ich, ja. Also einen Viehstall brauchen wir, einen Hühnerstall brauchen wir hier, diesen Wagen brauchen wir. Jetzt will ich mich nämlich erstmal um außen kümmern. Also ich würde hier vielleicht auch diese Bänder hinhängen, einfach so. Silber haben wir auch einmal gewonnen. Ja, einmal sogar Diamant, damit man hier weiß, hier, wir sind ihre Premium-Viehzüchter oder so. Werbung, ne? Keine Ahnung, aber ja. Ist vielleicht ganz nett. Ja, die wollte ich hier eigentlich hinhängen. Die habe ich aber nicht gefunden. Irgendwie kommt mir es so vor, als hätte ich gerade eben in diesem einen Mode gar nicht so viel gefunden. Hier finde ich irgendwie die ganzen schönen Sachen, keine Ahnung. So, ansonsten. Ah ja, jetzt findet man hier auch Fenster und so, ne? Ja. Genau, das findet man hier jetzt alles. Ja, die Hasen kann man sich ja auch kaufen, ne? Das geht wirklich. Ja, Hasen kann man ja auch verkaufen und auch frei verschieben tatsächlich. Das wussten bestimmt viele auch wieder nicht, ne? Aber ist tatsächlich möglich. Sowas weiß man auch nicht, es sei denn, man findet es halt selber heraus, ne? Also es war gar nicht negativ gemeint. Hier haben wir einen schönen Zaun, der mir aber zu klein ist und ich zu faul bin, das alles dann zu vergrößern, wenn ich damit arbeiten will. Ah ja, hier haben wir dann sowas. Ich wollte hiermit wieder arbeiten. Ja, da sind sie wieder, ne? Diese altbekannte Steinmauer. Oder wir arbeiten damit, aber ich wollte eigentlich hier gerne mit dieser Steinmauer arbeiten wieder. Weil ich mag diese Steinmauer sehr gern. Damit kann man halt sehr frei arbeiten, so. So. Dann kommt hier wieder so ein Pfahl rein. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das noch länger machen hier. Da noch einmal und hier auch einmal rein. Wo ist die Trennung? Da ist die Trennung. Wo ist die Trennung? Da ist die Trennung. Wo ist die Trennung? Da ist sie wieder. Und da ist auch noch mal so eine Trennung drin. Okay. Dann kommt hier auch noch mal wieder dieser Pfahl hin. Hier machen wir vielleicht das mit dem längeren Element, würde ich sagen. Na. Ah, ich hasse die Debug-Objekte manchmal, weil man die nicht so gut anpacken kann. So, ich mache jetzt immer direkt die Dinger hoch. Da, sonst muss ich die immer so mühevoll wieder raussuchen. Ja. Na gut, so mühevoll muss ich die dann auch nicht raussuchen, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. So, dann hier. Tatsächlich hat dieser Zaun ja auch Kollision. Das hatte ich ja in meinem Starterhaus so extrem angezweifelt. Vielleicht erinnert ihr euch da noch dran. Ja. Keine Ahnung, irgendwie ist es ein bisschen komisch, dass mein Arm Schmerzen verspürt. Ist mein Impfarm? Tatsächlich, ja. Tatsächlich mein Corona-Impfarm. Das beunruhigt mich tatsächlich jetzt gerade ein bisschen. Das musste ich gestern schon feststellen. Obwohl ja die Impfung tatsächlich schon
länger her. Also ich glaube so 2 Wochen. Ne? Das beunruhigt mich wieder irgendwie. Also nicht, dass ich jetzt daran zweifle, dass die Impfung für mich gut war, aber hehehe. Wissen kann man es nie, ne? Ist ja auch mein Risiko gewesen. Habe ich mir ja ausgesucht, also ich wurde dazu nicht gezwungen. Ich hätte es nicht machen brauchen, also keine Sorge, aber es nervt mich gerade ein bisschen. Ja, ich bin aber ja auch ein Mensch. Ich bilde mir auch gern mal Krankheiten ein, muss ich ganz ehrlich sein. Ich bin da ein bisschen anfällig, mehr oder weniger drauf, dass ich mir mal was einbilde, ja. Leider. Ist nicht schön, wenn man sich schnell mal Sachen einbildet. So, das verschieben wir hier ein bisschen mehr da rein und dann so. Und dann würde ich hier vielleicht das noch zumachen. Oder wir nutzen hier ein kürzeres Element, wie das hier zum Beispiel. Und hier auch noch mal ein Element. Huch, da ist es. Weil, dann seht ihr es gleich. Warum? Beweg dich. Notfalls müssen wir es mit der Toolmod verschieben, falls es hier jetzt gleich ein paar Probleme gibt. Die Toolmod arbeitet ja sehr gut. Auch hier so außerhalb. Also ich kann damit auch Sachen hier hinschieben und so. Ja, Toolmod heißt diese Modifikation, von der ich ständig rede und die ich auch dafür den Teppich benutzt habe. Die ist super gut. Kann ich euch nur empfehlen. Benutzen die meisten Bilder auch. Tatsächlich ist es so. Ah ja, hier ist auch dieser Wettbewerbsteil. Ah, hier gibt es auch Rohformen von den Häusern. Auch immer interessant. Hier ist übrigens auch die Tasche von der Crumple Bottom drin. Also von der Frau Knautschgesicht zu Deutsch. Ja. Ich habe den Begriff Crumple Bottom zuerst bei DanielSimFans.de gehört. Und dort hieß es Crumple Bottom. Und dann habe ich mich daran gewöhnt, weil ich sozusagen auf diese Frau aufmerksam wurde, mehr oder weniger. Ja, und deswegen sage ich halt jetzt immer Crumple Bottom. Hier ist das Dorfbewohnerpaket, was wir noch suchen müssen mit Amber übrigens. So sieht das Dorfbewohnerpaket aus. Steht dabei, von wem es ist? Das ist es, glaube ich. Aber ich kenne auch eine Gegenmission, dass man das Dorfbewohnerpaket weggeben muss. Also das den Besitzer zu finden. Ich weiß es irgendwie nicht genau, wie es ist, aber ja. Ihr kriegt ja übrigens auch Füchse her. Also wenn partout keine Füchse zu euch kommen. Hier. Hier kriegt er sie. Ja, Küken und so auch, Hühner auch. Das Einzige, was man, glaube ich, nicht kriegt, ist das Vieh, also Lamas und Kühe. Meines Wissens nach, ich will da nichts Falsches sagen. Hier gibt es auch einen boshaften Hahn. Ich will nicht spoilern, deswegen gehe ich auch schnell wieder weg. Doch es gibt hier auch die, aber die kannst du halt nicht platzieren, ist das Problem, ja. Und hier gibt es eine goldene Henne. Das ist jetzt Gameplay-Spoilern schon ein bisschen. Oh. Rückgängig machen wir einmal bitte. Ja, genau. Kochbuch. Mit dem Buch kannst du deine Kochfähigkeit erheblich steigern. Okay. Ich dachte, das wäre ein Buch, was man selber schreiben kann. Nee, war es gar nicht. Hier gibt es doch ein Rainbow-Ei und hier ein Obsidian-Ei. Wollte nämlich nochmal kurz reingucken und goldene Eier. Ja, wie man die kriegt, alles ein wenig komplizierter. Ich weiß es selber ehrlich gesagt gar nicht, deswegen habe ich jetzt so ein bisschen wenig komplizierter. Ja, weiß ich aber tatsächlich nicht. Okay, ich würde sagen, das war's schon wieder. Beim nächsten Mal möchte ich. In der nächsten Folge sind die Sims schon. In der nächsten Folge werden die Sims schon erstellt sein. Das heißt, ich mache, glaube ich, als erstes das Kinderzimmer, weil ich da total Lust zu habe, irgendwie so ein Bauernhof-Kinderzimmer einzurichten. Nein, Bauernhofkinder sind nicht anders als normale Kinder, aber keine Ahnung, ihr wisst, wie ich das meine, oder? Deswegen bis zum nächsten Mal und tschüss!